Ich bin der AK und ich rappe. Ich bin Kyrus Kokett und ich rappe. Ich bin der Ahmed und mach die Beats für Karakan. Aha, aha. Wie sieht's mit den türkischen Raps aus, mit den türkischen Rhymes aus? Ja, die kommen strictly hardcore rüber, ganz klar. Also ihr bringt doch straight türkische Reime? Natürlich, auf jeden Fall. Ja. Auch in Zukunft weiter? Auch in Zukunft. Und wie sind die Messages da? Weil ich kann nichts verstehen von dem Zeug, deswegen, also ziemlich wenig. Also uns bewegen in erster Linie die Ausländerfeindlichkeit speziell gegen die Türken, weil es ist klar, wir sind alle Türken und ich kann jetzt nicht irgendwie über Probleme von meinen schwarzen Brüdern hier reden, weil ich bin nicht schwarz und so, ne? Also in erster Linie halt so Sachen wie in Mölln und Solingen halt, ne, wird das wieder veraufbereitet und so, ne? Also in erster Linie. Und was hat es mit der türkischen Flagge auf sich, die sich die ganze Zeit im Hintergrund abspielen so? Naja, die gefällt uns halt irgendwie. Also wir sind Türken, ist klar, mir gefällt die, wir sind Türken und das ist halt für uns für ein Symbol, für unsere Eigenständigkeit, für unsere Identität, ne? Die soll für die Identität in Deutschland stehen? Ja, natürlich, damit wir halt nicht irgendwie total verloren gehen in der, also in der Masse irgendwie, ne? Irgendwie das, dass man sich seine eigene Identität beibehält, das ist der Ausdruck für uns praktisch. Das war eben das Problem irgendwie, nach der ersten Platte Spezial haben uns viele Leute auch ziemlich stark gedisst, nur weil wir auf Englisch rappen. Ne? Die haben gesagt, ja und so, in Deutschland rappt man auf Deutsch und alle, die auf Englisch rappen, die machen auf Gangster und versuchen irgendwas vorzugaukeln, was es eigentlich gar nicht gibt, so Ghetto und Drogen und bla bla, das stimmt eigentlich gar nicht, das haben wir nie versucht. Ne? Unsere Ziele waren mehr politisch gerichtet, also über die politische Situation in Deutschland speziell vor und jetzt auch nach der Wiedervereinigung und so. Ne? Wobei man auf Deutsch bestimmt besser verstanden wird als auf Englisch, denke ich, in Deutschland, oder? Ja, das ist klar, aber das ist eine Geschmackssache. Ich meine, mir gefällt kein deutschsprachiger Rap, ne? Mir gefällt zum Beispiel türkischsprachiger Rap, das mache ich, weil es mir gefällt. Ne? Wenn mir jetzt deutschsprachig gefallen würde und ist bei denen auch so, dann würden wir es auch machen. Ne? Das ist halt, wie gesagt, echt individuelle Geschmackssache. Ne? Also ihr macht es in erster Linie aus Gefallen und nicht um die Message rüberzubringen, oder wie sieht das aus? Na, das gehört ja zusammen. Du kannst dich da eines vom anderen nicht trennen. Ne? Es muss der Groove stimmen und es muss der Inhalt stimmen, also die Message irgendwie. Ne? Und das versuchen wir halt zu kombinieren. Ich meine, nur um auf Deutsch zu rappen, das bringt's nicht, ne? Also, ist ja Quatsch. Türkisch Hardcore Rap, Freestyle da Otalı dağıtıyor. Ben Alper, yanımda Kerem, arkada Ahmet duruyor. Size bir şeyler anlatacağız. Sözleri iyi dinleyin. Evet, Karakan. Sözleri iyi dinleyin. İyi. İyi dinleyin. İyi dinleyin. Bak şimdi. Bak çocuk, bunun adı para çağrıdır her soruna. Adı bu kubana, eğer cebimde varsa. Kazan ve harca, sakla bir paça ama sakın el body gibi sırt dolaşma. Vurma öyle boş boş, paranın tadı hoş. Ben payımı kaptım, geç kaldın, hadi koş. Beleşçe kim ne verir? Ulan ayı önce öde parayı, sonra çal zurnayı. Hadi yavrum yandan, yandan, yandan. Bilsen neler geçiyor aklımda. Bol para, araba, tanklı yaşam. Kolumda manita, gezerim, taşam. Parla ona, bana sana, tekme yumurtana. Şimdi kara fakma, dana gibi bakma. Suratıma yok, söylesin ver ama. Dokuz milyon tabancama. Bu işler böyle, ben ve dişsel köyle. Parla ona, buna sana, yok bu para. Şimdi kes tantanayı. Hani bana para? Parla ona, buna sana, yok bu para. Hani bana para? Hani? Parla ona, buna sana, yok bu para. Şimdi kes tantanayı. Hani bana para? Parla ona, buna sana, yok bu para. Hani bana para? Hani? Ha, ha, ha. Yeah, come on. Ha, ha, ha. Yeah, Karakan in the house. Jump. Check out the lyrics. Bu para var ya, neler gelir aklıma. Kazanması da az biraz kolay olsa herkesin isteğidir. Para kazanmak bir alın teriyle ya da yamuk yaparak. Ben ise kazanıyorum tokat atarak. Enayi dolu ya, başka ne yapsak. Geçinip gidiyorum, ne olsun be moruk. Kazık atmazsam aç kalacak çocuk. Para. Neler oluyor bu meret uğruna. Keşke bütün hepsi üçkağıtta kalsa. Ne bok işler var, nasıl olurum hasta. Fabrikada çalışmak hiç sarmaz beni. Zırt kalırsam derim belki. Ne yapayım yani, kapatlar bir pilav yemez. Bizim gibi adamda meteliksiz gezemez. Var da ona, buna sana, yok mu bana. Şimdi kes tantanayı. Hani bana para? Var da ona, buna sana, yok mu bana. Hani bana para? Hani? Var da ona, buna sana, yok mu bana. Şimdi kes tantanayı. Hani bana para? Var da ona, buna sana, yok mu bana. Hani bana para? Hani? Okay, wir wissen jetzt, wie die Gruppen heißen, wer in der Gruppe ist und was ihr so wollt, aber wie geht's jetzt weiter mit Karakan und King Size Terror? Wie wird's weitergehen in Zukunft? Also wir versuchen zurzeit in der Türkei irgendwie Fuß zu fassen. In der Türkei ist die Situation so, da hat es noch nicht so viel Rap gegeben, vor allem kein Hardcore-Rap. Es gibt einige Sellouts, so Commerzgruppen und so. Vitamin 2000. Genau, die kennst du alle, ne? Die hörst du wohl immer, oder? Ja, privat auf dem Klo. Ja, und da versuchen wir halt die Leute jetzt langsam dran zu gewöhnen irgendwie. Wir haben schon eine Promokassette und so hingeschickt und sind mit 3-4 Labels im Gespräch so. Also demnächst wird wahrscheinlich da was rauskommen. Und für Deutschland fahren wir zurzeit eine andere Schiene. Da versuchen wir halt irgendwie noch krasseren Hardcore zu machen als bis jetzt. Also strictly Hardcore, weißt? Weil wir in der Türkei so viel Geld machen werden, dass wir in Deutschland darauf nicht angewiesen sind. Können wir also praktisch in Deutschland das machen, was uns Spaß macht. Hardcore. That's it.